Ja, Leute, es ist soweit. Es gibt ein neues Dungeon im Spiel und das bedeutet, wir haben auch eine neue exotische Dungeon-Waffe. Heute sprechen wir über genau diese, denn es ist ein exotischer Energiebogen und wir sprechen natürlich über die Fähigkeiten, ob der Bogen wirklich gut ist, sprechen über den Katalysator und wie man genau da dran kommt. Als allererstes, bevor wir damit anfangen, aber einmal einen fetten Dank an den lieben Falken aus unserem Community-Clan, mit dem wir auch den ersten und die ersten paar Runs gelaufen sind. Er hatte das Glück, die Hierarchie der Ansprüche direkt gedroppt zu bekommen im ersten Run und wir haben dann hinterher natürlich noch den Großmeister-Modus gemacht und den Katalysator für den Bogen geholt. Fangen wir einmal damit an, wo wir den exotischen Bogen bekommen. Diesen exotischen Bogen erhalten wir aus dem neuen Dungeon, wie bereits schon gesagt. Dieser befindet sich auf der Thronwelt und heißt Säule der Wächterin. Der Bogen ist ein exotischer Random Drop beim Endboss. Das heißt, ihr habt dreimal die Woche die Möglichkeit, diesen Bogen gedroppt zu bekommen und durch bestimmte Triumphe könnt ihr wie immer die Exo-Drop-Chance steigern, damit ihr da schon mal Bescheid wisst. Fangen wir dann einmal dabei an, was der Bogen kann. Dieser Bogen hat insgesamt drei Sachen, über die wir sprechen werden. Zum einen seinen exotischen Perk, die intrinsische Fähigkeit, dann den Waffenperk an sich, die Eigenschaft auf der Waffe, den anderen Teil des exotischen Perks und dann haben wir noch den Katalysator. Fangen wir einmal bei der Führungsringfähigkeit an. Präzisionstreffer und Todesstöße bauen Führungsringenergie auf. Gegnerische Hüter gewähren zusätzliche Energie. Bei voller Ladung erzeugt das Schießen aus der Hüfte einen Führungsring. Das hört sich jetzt schon mal anders an als alle anderen exotischen Waffen. Hat auch eine neue Mechanik drin, die wir so in der Art und Weise noch nicht hatten, die ich sehr cool finde. Aber was genau heißt das jetzt? Dieser Bogen funktioniert sehr ähnlich zu der Vex Mythoclast, wenn ihr euch das vorstellen könnt. Bedeutet, ihr habt, wenn ihr den Bogen ausgerüstet habt, links an der Seite die Führungsring-Energieleiste mit 6 Boxen. Diese Boxen füllt ihr auf, indem ihr Präzisionstreffer oder Todesstöße macht. Wichtig hierbei ist, jeder Teil davon gibt einen Punkt. Das heißt, ein Präzisionstreffer gibt einen Punkt, also eine Aufladung. Ein Todesstoß gibt eine Aufladung. Aber wenn ihr beides gleichzeitig macht, das heißt, ein Präzisionstodesstoß, kriegt ihr trotzdem 2. Also es wird so gerechnet, dass wirklich jede einzelne Sache zusammengerechnet wird. Bedeutet, ihr kriegt dementsprechend sehr schnell die Fähigkeit wieder. Wenn ihr die Fähigkeit dann ready habt, schießt ihr einen vollgezogenen Pfeil aus der Hüfte und das ist wirklich egal, wohin technisch gesehen, Hauptsache vor euch. Und dann ein kleines Stück vor euch entsteht ein kleiner Rasputin-Ring, würde ich mal sagen. Werdet ihr hier auch im Gameplay sehen. Wenn ihr da durchschießt, hat der Bogen einen zweiten Teil der Fähigkeit. Und damit kommen wir dann auch zu der zweiten Fähigkeit. Denn Pfeile, die durch einen Führungsring geschossen werden, setzen zielsuchende Projektile frei, die je nach zurückgelegter Entfernung höheren Schaden anrichten. Da seht ihr schon, was das Grundprinzip vom Bogen ist. Ihr wollt mit Headshot-Treffern oder mit Kills den Ring aufladen und dann quasi permanent durch den Ring schießen. Wenn ihr durch den Ring schießt, fliegt erstens, ganz wichtig, euer Pfeil, den ihr da durchgeschossen habt, genau dahin, wo ihr ihn zielt. Das heißt, ihr müsst trotzdem zielen. Aber ihr kriegt gleichzeitig um den Pfeil drumherum, wenn ihr durch den Ring schießt, noch 2 zielsuchende Projektile, die mit dem Pfeil auf die Gegner fliegen. Das hat mehrere Effekte. Zum einen habt ihr damit ziemlich guten Ad-Clear mit diesem Bogen. Bedeutet, ihr schießt in eine Gegnermenge rein und die zielsuchenden Projektile töten alles nebendran quasi. Zweitens habt ihr noch sehr, sehr guten Schaden automatisch dabei bei diesem Bogen. Dieser Bogen ist mit einer der Primaries, die mit am meisten Schaden machen jetzt im Spiel. Denn, wie der Perk schon sagt, abhängig von der zurückgelegten Entfernung erhöht sich der Schaden der Projektile. Das ist nicht ultra weit. Grundsätzlich habt ihr quasi bei jedem Bossfight, den ihr habt, genug Reichweite dazwischen, um den maximalen Schaden anzurichten. Wenn ihr die maximale Entfernung zwischen euch und dem Boss habt, machen die Projektile ungefähr nochmal so viel Schaden wie euer Pfeil an sich. Das heißt, ihr habt insgesamt 3 Pfeile, die ihr technisch gesehen auf einmal schießt. Wenn nicht sogar ein bisschen mehr oder weniger. Je nachdem, was eure Entfernung ist. Das bedeutet, dieser Bogen hat sehr, sehr guten DPS. Also dieser Bogen liegt ungefähr bei 39.000 bis 40.000, wenn ihr den Perk proct in Kombination mit dem Katalysator. Zu dem kommen wir nämlich jetzt. Dieser Bogen grundsätzlich hat eine 756er Anspannzeit. Das ist nicht ultra viel, aber auch nicht ultra wenig. Es ist okay, aber es fühlt sich etwas clunky an, also etwas schwerer. Das heißt, da kommt der Katalysator ins Spiel. Diesen Katalysator kriegt ihr durch den Großmeister-Modus. Das heißt, ihr müsst, wenn ihr den Bogen bekommen habt, einmal den Großmeister-Dungeon laufen, also die hohe Schwierigkeitsstufe. Kleiner Tipp am Rande, hetzt euch da nicht. Ihr könnt das entspannt durchlaufen. Ihr müsst euch da nicht hetzen. Macht das mit einem Team zusammen. Es dauert, aber macht euch da keinen Stress. Das ist das Beste, was ich euch da als Rat geben kann. Aber was macht dieser Katalysator? Der Einsatz eines Führungsrings oder das Treffen eines Ziels mit einem zielsuchenden Projektil verbessert die Anspannzeit und das Nachladetempo für eine mittlere Zeitdauer. Verbessert die Anspannzeit und das Nachladetempo in dem Fall
ist so stark, für die Leute, die es von damals kennen, der Schweigenbogen, beziehungsweise der Haschbogen von Gambit, die Pinnacle-Waffe von damals, hat ja Gambits Tempo, beziehungsweise den Perk gehabt, wodurch man die Anspannzeit drastisch reduziert hat. Und das ist ungefähr dieses Level. Bedeutet, der Bogen hat massiv verschnellerte Anspannzeit, wodurch gerade diese 39.000 bis 40.000 DPS dann auch zustande kommen. Denn, wie gesagt, durch Präzisionstreffer habt ihr den Ring permanent ready. Das heißt, wenn ihr ihn einmal ready habt, könnt ihr den permanent weiter mitnehmen. Sei es in einem Bossfight, sei es für AdClear, egal was, diesen Ring habt ihr quasi permanent am Start und der erhöht euren Damage massiv. Kleiner Vergleich, wir haben zwei andere Exo-Waffen, die momentan so die Primärwaffen-Schadenskönige sind. Zum einen die Touch of Malice, das Scout-Gewehr aus dem Kingsfall Raid. Wenn ihr da die Waffe mit dem Debuff ready habt, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, checkt gerne mein Video dazu aus, da haben wir über die Waffe gesprochen. Aber wenn ihr da alles habt und den maximalen Schaden aus der Waffe rausholt, landet ihr ungefähr bei 35.000 bis 36.000 Schaden, beziehungsweise DPS. Bei der perfektionierten Ausbruch, die vorher der King vom Schaden her war, was Primärwaffen angeht, wenn ihr die maximalen Naniten auf dem Boss habt, liegt diese Waffe bei 30.000 bis 31.000. Kommt natürlich immer ein bisschen auf die Situation an, aber damit habt ihr dann schon mal einen Eindruck, was für einen Schaden diese Waffe natürlich raushauen kann. Und da spielen noch keine Elementarquellen, nichts mit rein. Zusätzlich, ebenfalls noch wichtig zu erwähnen, diese Season haben wir Antibarriere-Bogen-Mods. Das heißt, ihr könnt mit diesem Bogen auch sehr einfach Champions stunnen, was sehr, 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 sehr nice ist. Und ich muss generell sagen, der Spielstil des Bogens gefällt mir wirklich sehr gut. Es ist was deutlich anderes und es macht echt Spaß, diesen Bogen zu spielen. Ich hatte leider noch nicht das Glück, daher nochmal fetten Dank an Falke an der Stelle, dass ich ihn ausprobieren durfte und ein bisschen damit rumbasteln durfte. Denn ich habe natürlich zum Ende noch einen kleinen Bild parat. Ich kann euch leider den Dimlink dieses Mal nicht geben, weil über das Wochenende zum Aufnahmezeitpunkt gerade leider alle Third-Party-Apps offline sind. Das heißt, Dim, die Destiny-App und so weiter und so fort geht momentan nicht. Ich werde versuchen, das nachzureichen, aber dementsprechend müsst ihr es leider jetzt gerade noch händig kopieren. Aber was würde ich Ihnen empfehlen, um diesen Bogen einfach noch cool mitbenutzen zu können? Als allererstes, ich bin auf dem Warlock. Das heißt, erstmal einen Warlock auswählen und da dann auch das Exotic Mantel der Kampfharmonie benutzen. Denn dieses Exotic sorgt dafür, dass Todesschlüsse mit Waffen, die einen Schadenstyp haben, der deinem Fokuselement entspricht, Superenergie gewähren. Wenn deine Superenergie voll ist, erhältst du stattdessen einen temporären Bonus auf Waffenschaden, der deinem Element entspricht. Bedeutet, wir pumpen damit den Schaden natürlich noch höher. Gleichzeitig spielen wir natürlich den Brunnen, denn wir wollen natürlich auch gleichzeitig überleben und noch mehr Bossschaden machen. Bei den Aspekten und Fragmenten haben wir die üblichen Sachen dabei. Fähigkeiten könnt ihr euch aussuchen. Ich spiele nach wie vor sehr gerne die Fusionsgranate. Dann haben wir den Icarus-Haken und die flammende Berührung dabei. Bei den Fragmenten ist es auch sehr, sehr simpel, sehr allgemein gehalten. Glut des Empyreanas, damit wir unsere Effekte verlängern können, wie strahlend oder wie Herstellung. Dann haben wir Glut der Fackeln dabei, damit wir strahlend werden, wenn wir unseren Nahkampf benutzen. Dann haben wir Glut des Versengens dabei. Wenn wir Ziele mit unseren Granaten oder dem Nahkampf versengen, kriegen wir unsere Klassenfähigkeit schneller zurück. Und Glut der Asche, wir wenden mehr Versengenstapel auf Ziele an. Da könnt ihr auch theoretisch andere Dinge nehmen, aber in meiner begrenzten Zeit, die ich jetzt mit dem Account hatte, habe ich mich dafür entschieden und damit könnt ihr absolut nichts falsch machen. Bei den Stats, wie immer, Belastbarkeit und Disziplin wollt ihr haben. In dem Fall ist einfach sehr, sehr gut. Erholung geht aber auch. Und bei den Mods läuft es wie folgt ab. Wir haben zum einen Asche zu Angriff und eine Finder-Mod, je nachdem, wie viel Platz ihr auf dem Helm habt am Start. Dann haben wir Elementarbewaffnung dabei, wodurch wir natürlich, wenn wir unseren Bogen schon benutzen, direkt Elementarquellen erstellen, um quasi noch hinterher unseren Schaden zu erhöhen durch Quell der Macht in dem Fall, denn wenn wir Elementarquellen aufsammeln, kriegen wir 10 Sekunden lang einen Schadensboost. Auf den Armen haben wir in dem Fall die Elementar-Nachschub-Mod. Wenn wir Granatenkills machen, kriegen wir ebenfalls nochmal Elementarquellen, wodurch wir unseren Schaden erhöhen. Dann könnt ihr theoretisch noch einen Bogenlader mitnehmen, wodurch ihr die Spanngeschwindigkeit von eurem Bogen erhöht, falls ihr mal den Perk nicht ready haben solltet. Und wir haben natürlich noch eine Champion-Mod dabei, weil es einfach passt diese Season. Auf den Beinen in dem Fall habe ich jetzt mannigfaltige Quellen dabei, wodurch wir unseren Quellen-Output verdoppeln und in dem Fall jetzt einen Granatenwerfer-Plünderer, denn wir haben diese Season natürlich wieder aus dem Weg geschwächt, beziehungsweise Breach and Clear. Damit, wenn ihr mit dem Granatenwerfer auf einen Boss oder irgendeinen Gegner schießt, wird dieser gedebufft, bedeutet, der kriegt 15% mehr Schaden, was für unseren Bogen natürlich sehr, 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 sehr stark ist. Und zu guter Letzt haben wir noch Sucherquellen dabei, bedeutet, die Elementarquellen, die wir erschaffen, kommen automatisch zu uns, bedeutet, wir müssen uns gar nicht darum kümmern, dass wir die Quellen
Kristallen die gesamte Zeit aufsammeln, was sehr nice ist. Das war der Build, das war das Video zu dieser Waffe. Ich dachte, ich mache mal so einen kleinen Mix aus beidem, damit ihr direkt schon mal ungefähr einen Eindruck davon habt, wie diese Waffe funktioniert. Ich kann nur sagen, diese Waffe macht sehr, sehr, sehr viel Spaß. Ich kann nicht genug drauf warten, dass ich diese Waffe endlich selber habe. Ich weiß, ich muss mich nochmal durch den Großmeister quälen, aber ja, passiert. Muss man halt durch. Aber kommen wir noch einmal zum Gameplay-Loop und zu noch ein paar Dingen, die dazukommen. Bedeutet, ihr rennt einfach in eure Gegner rein oder zu euren Gegnern, fangt an mit dem Bogen Gegner zu töten. Ihr ladet eure Ringenergie auf, schießt dann einen Schuss aus der Hüfte und dann könnt ihr einfach mit eurem Brunnen, mit eurem Rift und so weiter einfach stehen bleiben und durch den Ring eure Pfeile schießen. Kleine Notiz am Rande noch, der Ring bleibt ungefähr für 13 Sekunden da. Das ist einiges an Zeit und sollte dafür sorgen, dass ihr immer den Ring wieder aufladen könnt. Wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr gleichzeitig natürlich eure Granate schmeißen. Ihr kriegt Elementarquellen auch durch die Kills, die ihr mit dem Bogen macht. Bedeutet, ihr ladet eure Waffe noch mehr auf, dass ihr quasi noch mehr Schaden macht. Für jeden Kill, den ihr macht, kriegt ihr gleichzeitig noch mehr Superenergie. Und wenn eure Super voll ist wieder, dann kriegt ihr noch mehr Schaden auf die Waffe und so weiter und so fort. So wird das in sich quasi immer wieder hineinchainen und dementsprechend ist der Build dann auch schon komplett und der Gameplay Loop ebenfalls. Das heißt, dementsprechend lasst mich sehr, sehr gerne wissen, was ihr von dem Bogen haltet. Augen auf, die Tage kommen natürlich auch wieder Builds. Leider momentan ist die Zeit etwas eng bei mir, dadurch, dass ich einen Berufsschulblock habe. Aber da kommt schon noch was auf euch zu. Keine Sorge, da sind schon Sachen am Start. Heute in kleiner, abgespeckterer Form noch ein Bild in dem Waffenreview drin. Dementsprechend würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder oder im Stream. Schaut da sehr, sehr gerne vorbei. twitch.tv/max12. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video oder im Stream. Ciao, ciao.